Lemmy geht weiter, hat einst der Fußballcoach Stepanovic gesagt. Das gilt auch für einen Fußballclub aus München und umso mehr gilt das für die Märkte, die wir uns heute anschauen wollen. Und damit herzlich willkommen zum Ausblick eben auf den Euro und den DAX. Gestern der Aktienhandel positiv, wenngleich so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Wir haben dann nachbörslich Zahlen gesehen von IBM, okay. Und von Twitter, die waren nämlich auch okay, aber die Aktie wurde abverkauft, massiv abgestraft, handelt auf dem tiefsten Stand, seit die Aktie an der Börse notiert ist. Heute Großkampftag. Heute sind wirklich die entscheidenden Daten und deswegen erstmal ein Blick nach Asien. Dort der Nikkei leicht im Plus, unwesentlich im Plus. Der Hang Seng dagegen stark im Minus mit 1,4%, Shanghai leicht positiv und Australien praktisch unverändert. Das sind die Vorgaben. Und jetzt schauen wir uns mal an, was heute wirklich wichtig wird, und das ist eine ganze Menge, vor allem sehr schwergewichtig. Zunächst mal die Verbraucherpreise aus der Eurozone. Gestern ja der Euro unter Druck, weil die Verbraucherpreise aus Deutschland unter den Erwartungen waren, also tiefer reinkamen als erwartet. Das hören die Eurobullen nicht gern, weil es die EZB unter Zugzwang bringt. Und dann haben wir die erste Vorausschau auf den Arbeitsmarkt, hier 14.15 die ADP-Arbeitsmarktdaten, 14.30 dann das US-Bruttoinlandsprodukt, auch ein Hochkaräter. Und dann natürlich der FOMC-Zinsentscheid, Fed Open Market Committee, Offenmarktausschuss der amerikanischen Notenbank. Da geht es nicht nur um die Zinsen natürlich, da geht es um die Frage Tapering, ja, und in welchem Umfang. Und es geht um die Frage, wann die Fed möglicherweise das erste Mal die Zinsen anheben wird. All das werden Sie natürlich wieder erfahren auf finanzmarktwelt.de. Viel über die Finanzmärkte und einiges über die Welt, das finden Sie dort. Jetzt schauen wir uns mal an, was der DAX hier fabriziert, 9567, wir waren schon ein paar Pünktchen höher, sehen aber doch hier ein kleines Abwärtsgap, mit dem der DAX Future heute eröffnet hat. Wir waren gestern knapp über der 9600er Marke und wir müssen mal drüber, über diese 9610, 9615 hier, dieses Niveau, vielleicht bis zu 9630, dieser Peak, das wäre wichtig. Auf der Unterseite die Unterstützung 9545, diese Zone 9550 vielleicht hier. Und dann der Bereich knapp unter der 9400, das sind die relevanten Marken im DAX. Da dürfte heute Bewegung reinkommen, zumal morgen Feiertag ja ist in Deutschland. Und das bedeutet, dass manch einer sich da lieber wohl zurückhalten wird. Erstens vor der FED-Entscheidung, die ja sozusagen kassamäßig nicht mehr zu handeln ist. Zweitens dann Feiertag, die Amis handeln aber trotzdem. Schauen wir mal, wie es heute rausgeht. Jetzt werfen wir einen Blick auf den Euro und der hat latente Schwäche. Wir sind heute schon mal ganz knapp, heute Morgen ganz knapp unter der 1,38 gewesen. Aktuell ganz knapp drüber, 1,3804. Aber wir sehen hier einen Doppeltop im Bereich der 1,3880, grüne Kerze, rote Kerze, nicht wirklich sehr bullisch, was wir hier sehen, die wirklich wichtige kurzfristige Unterstützung im Bereich 1,3785, etwa ein Niveau, das wir hier schon Anfang April gesehen und getestet hatten, und wenn dieses nicht halten sollte, dann ist die nächste Unterstützung bei 1,3740 auch aus dem Anfang April. Also das sind die relevanten Marken heute für den Euro-Dollar, der natürlich stark reagieren wird auf die wichtigen Daten, die heute anstehen. Schauen Sie sich die Daten an auf Finanzmarktwelt. Ich wünsche erstmals alle Beste. Wir sehen uns hoffentlich heute Abend im Marktgeflüster. Bis dann, erstmal Servus und Ciao.